Ja, hallo, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion. Wir haben ja schon viele Aspekte kennengelernt, die das digitale Führen ausmachen, in der Vergangenheit, auch in der Zukunft. Und wir wollen jetzt mit unseren drei Gästen darüber diskutieren. Ganz kurze Vorstellung. Genau. Wir begrüßen Stefan Moschko, verantwortet bei der Siemens AG die gesamte operative Personalarbeit in Deutschland und ist verantwortlich für 118.000 Mitarbeiter Siemensianer an 125 Standorten. Er ist Präsident der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg und darüber hinaus hat er mehrere Ehrenämter übernommen. Herzlich willkommen. Ebenfalls im Podium haben wir Stefanie Birkner. Sie ist Professorin für Female Entrepreneurship an der Universität Oldenburg und beschäftigt sich unter anderem mit Rollenbildern im Unternehmenskontext. Ebenfalls ist sie CVO der Zukunftsunternehmen GmbH. Heute ist sie in Uniform, wie alle sehen, weil sie noch Reservedienstleistungen verbringt zurzeit in Berlin. Ja. Herr General Kohl, Oliver Kohl trat 1984 in die Bundeswehr ein und absolvierte seine Grundausbildung beim Panzerartilleriebataillon in Münster. Im Mai 2018 Das trat können er. wir abkürzen. Das interessiert keinen. Wir wollen auch hier diskutieren. Die schaffen wir, okay. Im Mai 2018 trat er sein neues Kommando als Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr an. Auf diesem Dienstposten erhielt er auch im September 2018 die Beförderung zum Generalmajor. Herzlich willkommen. Vielen Dank. So, zum Start wollen wir kurz eine Abfrage machen unter Ihnen dreien. Wir haben vier Fragen vorbereitet. Die erste Frage ist, Herr General Kohl, bitte schätzen Sie, wie viele Tage Frau Birkner dieses Jahr im Homeoffice verbracht hat? Dieses Jahr im Homeoffice. Wie viele Genau. Tage sind schon rum? Dezember fehlt, November fehlt, also locker minus 40, Dieses Jahr 320 Tage. 20, sag mal 200. Dann, Herr Moschko, schätzen Sie bitte für Herrn Kohl die Homeoffice-Tage ein, die er vollbracht hat oder gemacht hat in diesem Jahr. Ich glaube, das werden weniger sein. Verteidigung ist immer noch manchmal analog statt Dialog. Ich schätze mal 40% vielleicht. Okay. Und Steffi, schätzt du bitte für Herrn Moschko ein? Oh, da hätte ich mal vorher fragen müssen. Ne? 140. Okay, jetzt darf kurz jeder auflösen, wie viele Tage waren es wirklich? Genau die 14 Tage, die ich einmal in Quarantäne war. Okay. Also bei mir war so die Hälfte, muss ich sagen. Okay. Bei mir kommt das ganz gut hin. Wir können sehr Okay. gut digital arbeiten. Sehr gut. Nächste Frage. Wie viel Homeoffice möchten Sie Ihren Mitarbeitern in der Zukunft ermöglichen? Also wenn die Pandemie vorbei ist, was ist das Zukunftsbild Ihres Unternehmens an Homeoffice-Tagen? Fangen wir mit Herrn Moschko an. Zwei bis drei Tage im Schnitt in der Woche nicht. Das kann Okay. aber auch mal 0 Tage sein oder 5 Tage sein. Okay. Also so viel wie es geht und sieht auch jeden Job etwas anders aus. Okay. Steffi, wie ist es an der Universität? Vielleicht bezogen auf die Genau, Universität, ich wie hört sich möchte da das mal ändern? durch Studierende beantworten. Also Tendenzen sind schon 70% digital plus dann Teamphasen 30%. Also die Veränderung der Qualität, was Präsenz und was digital stattfindet, verändert sich auch gerade. Okay. Herr Ich kann nicht für die General ganze Institution sprechen, sondern nur für die Akademie. Und da gibt es natürlich Unterschiede, die Kohl. überhaupt Homeoffice sachgerecht machen können, so viel wie sie möchten. Okay. Also keine Grenze für Möchten und sachgerecht ist. Genau. Okay. Also in der Produktion sieht es sicherlich anders dann Ja, aus. klar. Denn Das ist der Durchschnitt, was das Sie gesagt haben. Okay. Und noch letzte Frage. Wie ist aktuell der Stand des Homeoffice? Also während der Pandemie, wo steht man da ungefähr? Fangen wir Wir jetzt sind rückwärts an. weitestgehend wieder in Präsenz. Nur in der Administration will ich mal sagen, da sind noch etwa 20%, aber die schrumpft. Man merkt einen Drang zur Dienststelle. Okay. Die Herr Moschko. Produktion ist voll an Bord, müssen sie auch. Das muss vor Ort passieren, die Produktion. Und in den anderen Berufen haben wir momentan jetzt wieder steigende Tendenz, 80% bis 90% Homeoffice-Quote. Okay. Aufgrund Verwaltungsstandort. der steigenden Fallzahlen Ja, natürlich. ist so und so, ja. Ja. Also ich müsste bei uns unterscheiden, bei den Fakultäten, also bei den stark laborgetriebenen Fakultäten sind wir stärker in der Präsenz zurück. Ansonsten hatten wir teilweise 100% Digitalsemester. Und da auch nochmal die Unterscheidung zwischen synchronen und asynchronen Okay. Digitalsemestern. Vielen Dank für die ersten kompakten Fragen. Man sieht, es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Unternehmen, auch in Unternehmen, zwischen den Funktionen.
Und wir sind alle noch nicht da, wo wir hinwollen in Zukunft. Weiter zu den nächsten Fragen. Genau. Es gibt ein Homeoffice Gap, soll ist in vielen Firmen. Da wird gewünscht, dass man 2 Tage die Woche Homeoffice macht, 3 Tage im Büro ist. Und jetzt ist für viele Unternehmen auch die Frage, wie bekommen wir die Menschen wieder zurück ins Büro? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wirklich viele umtreibt. Und was möchten wir in Zukunft auch ermöglichen an Homeoffice? Stefanie, in 2 Sätzen, wie gehen die Startups mit der Situation um? Es gab ja oft früher so ein Feierabendbier, eine Freitagspizza, Mittwochsfrühstück und auch vor allen Dingen für die Motivation und die Zusammenarbeit. Also zurück ins Büro gab es nicht, aber zurück in die Gemeinschaft gab es. Also es wurden einfach wieder alternative Begegnungsorte geschaffen. Also gearbeitet wird weiterhin viel da, wo der Schreibtisch halt steht. Das ist meistens leider nicht mal ein Büro bei den Startups, sondern der Ort, wo er sowieso schon vorher stand. Da, wo man zurückgeht, ist in kleineren Gruppen sich wieder zu begegnen, um in den Austausch zu kommen. Und das ist eine andere Form des Arbeitens, des Gemeinschaftsarbeitens. Herr General Kohl, Sie hatten schon angesprochen, bei der Bundeswehr ist nicht in allen Funktionen Homeoffice möglich. In welchen ist es denn möglich? Naja, vor allen Dingen dort, wo, ich sag's mal, allgemeinverständlich Administration passiert. Okay. Da ist es nicht nur möglich, sondern da war es bisher ein bisschen eingeschränkt. Denn bei uns gab es zwar Telearbeit, aber die hatte erhebliche große Hürden, arbeitsrechtlich, ärztlich und dergleichen mehr, technisch. Und dadurch, dass wir jetzt, ich spreche jetzt mal für die Führungsakademie, jetzt so ausgestattet wurden in den letzten Monaten, dass wir ortsunabhängiges Arbeiten, das ist nämlich die Begrifflichkeit, die ich viel lieber nutze, mit VPN-Tunneln können im Prinzip jeder von jetzt auf gleich zu Hause bleiben, wenn es irgendwelche Abhängigkeiten gibt. Und wenn das arbeitstechnisch in irgendeiner Form machbar ist, und das ist in der Administration eigentlich immer der Fall, ist das deutlich mehr als in der Ausbildung. Das ist ähnlich wie in der Produktion bei Moschko. Wenn Sie Persönlichkeitsentwicklung machen wollen, dann müssen die Menschen vor Ort sein. Dann ist soziales Interagieren durch nichts zu ersetzen. Und wir haben eine Zeit lang, etwa ein halbes Jahr, diese Sachen auch digital machen müssen. Die Ergebnisse waren entsprechend. Okay, danke. Herr Moschko, kurz und knackig, wie ist der Plan für die Siemens AG und als Präsident des UVB? Wie schaut es bei den Unternehmen im BB aus, also in Berlin-Brandenburg? Und gibt es hier bereits Tendenzen oder gibt es mehr Unsicherheiten als Sicherheiten? Also bei der Siemens AG sitzt relativ, haben wir ein klares Bild. Wir haben ja eine Vereinbarung mit den Betriebsräten abgeschlossen, das nennen wir New Normal. Das heißt, wir wollen dann in einer neuen Normalität arbeiten, wenn die Pandemie rum ist. Jetzt ist sie noch nicht rum. Das heißt, wir sagen, wenn sie rum ist, 2 bis 3 Tage. Und was ich vorhin gesagt habe, momentan sind wir in der Pandemie. Also insoweit haben wir jetzt die hohen Homeoffice-Quoten. In den Betrieben sieht es natürlich unterschiedlich aus, weil wir auch unterschiedliche Strukturen haben, auch in Berlin und in Brandenburg. Es gibt Betriebe, da läuft es ausgezeichnet. In anderen Betrieben geht es einfach auch nicht von der Struktur, Stichwort Produktion oder produktionsnah. Wir haben eine ganz schwierige Situation in der Gastronomie in Berlin, ist ja sehr ausgeprägt. Da sehen wir ja, dass die Gastronomie weit noch hinter den Pandemiezahlen vom letzten Jahr in der Belegung der Gaststätten und Hotellerien und so weiter zurückliegt. Und da haben wir das Problem des Personals, ist einfach kein Personal da. Das heißt, die würden gern, aber sie können nicht, weil sie kein Personal haben. Also die Probleme sind unterschiedlich, aber wir reden überall jetzt immer wieder, wie kommen wir aus der Pandemie raus. Und wenn wir jetzt auch wieder die Beschlüsse der Politik sehen, die sicherlich notwendig sind, in Bayern, vorgemacht, wie das geht mit 3G, auch bis in die Arbeitswelt rein. Wir haben jetzt in Berlin 2G außerhalb der Arbeitswelt ab Montag. Wir werden, glaube ich, meine Meinung im Bundesgebiet überall mehr oder weniger 3G sehen die nächsten Wochen. Also das ist alles immer noch ein Ausnahmezustand, auch für uns in der Wirtschaft. Und die Betriebe bereiten sich aber für die Nachpandemie ganz unterschiedlich darauf vor. Und das hängt sicherlich auch von den einzelnen Geschäftsmodellen ab, wie ja bei der Bundeswehr genauso ist. Ganz konkret für die Siemens AG, bereitet da die Personalabteilung
ein Programm vor, wie man als Führungskraft seine Mitarbeiter wieder zu den 2 Tagen auch motiviert, dass sie gerne wieder ins Büro kommen, wenn es möglich ist? Naja, wir haben Abfragen an vielen Standorten mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Es gibt viele Leute, die sagen, wir wollen 100% Homeoffice, sie wollen gar nicht mehr zurück. Ja, da zieht meine Frage darauf hin. Wie schafft man das, die nicht, dass die zu Hause bleiben? Dann gibt es Leute, die wollen unbedingt wieder ins Büro zurück. Also die Welt ist bunt, das sind ja alles, wir haben ja alle Schattierungen auch einer Gesellschaft drin. Wir haben zum Beispiel oftmals Diskussionsbedarf, wenn Sie in den Zeitungen gerade von den Start-up-Unternehmen lesen, die sogenannten Laptop-Nomaden, die dann die Bilder haben, die sitzen dann mit dem Laptop irgendwo auf den Bahamas oder an einem Strand in der Karibik und sagen, Homeoffice geht. Das ist technisch sicherlich möglich, aber steuerrechtlich geht es gar nicht. Da kommt vielleicht der deutsche Fiskus zu. Wir haben unheimlich Diskussionen in Bayern. Da haben viele Mitarbeiter schöne Hütten in Österreich und sagen, hey, ich kann das Homeoffice da auch in meiner Hütte in den Alpen machen. Geht so ohne weiteres nicht, weil es ein anderes Land ist, da haben wir die 183-Tage-Regel. Also wir kommen da, wir haben dann da auch permanent Diskussionen, die sagen doch, Mensch, ich lese, da geht es doch nicht in so Unternehmen, Müller, Meier, Schulze, nur bei Siemens geht es wieder nicht, aber wir halten uns halt an die Gesetze und an die Regelungen und da haben Sie haben die Diskussionen hoch und runter, was ich Ihnen gesagt habe, die ganzen Schattierungen haben Sie drin. Und wir kommen ja noch zum Thema Mindset und so weiter, Führungsstrukturen. Das geht alles ineinander über und das ist sicherlich auch Aufgabe der Personalorganisation, hier Unterstützung für die Führungskräfte zu geben, damit wir auch sozusagen den neuen Mindset und die neue Kultur dann nach der Pandemie in der Mannschaft fahren können. Dankeschön. Wir haben jetzt gehört, digital aber wirklich. Und es gibt ja das Thema Kompetenzentwicklung. Wir haben ältere Mitarbeiter, wir haben jüngere Mitarbeiter, wir haben Mitarbeitende, die gerne auf den Bahamas arbeiten möchten, ganz klar. Wer treibt die Mitarbeiter an oder wer treibt das Unternehmen an? Also kann ein Unternehmen hier überhaupt von sich aus sagen, wir wollen das in Zukunft alles digital gestalten oder kommt wieder ins Büro oder ist es eigentlich der beste Weg oder wenn die Initiative von den Mitarbeitenden kommt, weil sie freiwillig ein hohes Tempo vorlegen und die anderen dann auch mitziehen. Herr General Kohl, welchen Weg geht man bei der Bundeswehr bei der Kompetenzentwicklung für hybrides, mobiles Arbeiten? Ja, das ist schwierig zu sagen. Wir kommen ja immer auf den Punkt in der Moschke aus. Also man muss es, die Bundeswehr gibt es nicht. Und ich würde schon mal eng führen auf das, was wir machen, weil wir, was digitales Arbeiten angeht, natürlich die besten Voraussetzungen überhaupt in Hamburg haben. Und das kommt im Wesentlichen aus der Mitarbeiterschaft raus. Also ich wäre der Letzte, der sagen würde, nee, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben oder ihr müsst jetzt wieder hier hinkommen. Was man jetzt sieht, und ich würde das aufnehmen, was Herr Moschko gesagt hat mit dem Steuerrecht. Wir merken jetzt an allen Stellen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir gehabt haben, dieser neuen Arbeitswelt noch nicht entsprechen. Ich will ein ganz praktisches Beispiel nehmen. Wir haben kurz vor der Pandemie haben wir eine Arbeitszeitvereinbarung im Personalrat getroffen. Die ist uns während der Pandemie in der Hand explodiert, weil da nichts mehr stimmte. Und da ist es natürlich relativ einfach, jetzt bei uns, was heißt relativ einfach, wir gehen das jetzt an, und zwar aus der Mitarbeiterschaft raus, was wollen die im Einzelnen? Und viele wollen einfach nicht in der Kernarbeitszeit, das sind ja so Standardbegriffe, in der Kernarbeitszeit oder auf irgendeine Arbeitszeit festgelegt werden, sondern diese wollen weitestgehend dann arbeiten, wenn es ihnen, ich sag's mal ein bisschen platt, passt. Und das geht relativ gut bei uns, die Rahmenbedingungen sind dafür gut. Nun muss man gucken, wie man das insgesamt hinkriegt. Es darf natürlich auch nicht ausufern. Herr Sprung sagte ja eben diese Dinge mit dem Autonomieparadoxon, da muss man schon vorsichtig sein. Es geht nicht nur für Führungskräfte, sondern vor allen Dingen auch für Mitarbeiter, die dann glauben, jetzt muss ich mehr arbeiten, weil ich ja zu Hause bin. Das ist ein Irrtum und das ist für mich fast noch die größere Führungsaufgabe, darauf zu achten, dass die Mitarbeiter sich nicht überarbeiten. Nicht alle, aber die arbeiten auch in Präsenz nicht anders. Dankeschön. Steffi, ein Praxistipp für uns. Wie bekommt man das gewünschte Mindset in alle Köpfe? Funktioniert es in Startups viel einfacher mit jungen, kreativen Mitarbeitern, wie man sich es vorstellt, als in großen Unternehmen wie jetzt Siemens Energy oder der Allianz? Es gibt, genauso muss ich auch da antworten, nicht das Startup, ne, nicht die Gründungswelt, sondern da wird ja eher gesagt, es ist ein Ausprobieren. Also die sind halt noch an dem Punkt, dass sie ausprobieren, wie funktioniert für uns überhaupt Arbeit. Und dieses unternehmerische Herangehen, was ist eigentlich Arbeit und wie arbeiten wir, wo funktioniert Führung, das ist ein Ansatz, nicht zu sagen, so wir haben ein Ideal von Führung, aber wir bauen das Unternehmen um und wie wir arbeiten, sondern auch das neu herangehen.
Und ich würde es runterbrechen wollen, dass man an das Wort Mindset auch nochmal rangeht. Also Mindset ist ja bewusst emotionsgeladen. Das muss halt nicht nur in die Köpfe, sondern es muss auch auf einer Empathieebene sich darauf einstellen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben. Und nur weil es für mich das Richtige ist, heißt es nicht, dass der Rest der Welt so arbeiten kann. Das heißt, wir brauchen eher einen modularen Ansatz, der aufzeigt, was sind rechtliche Möglichkeiten. Denn so wie Homeoffice stattfindet, ist es einfach sowohl physisch als auch mental nicht gesund. Also das sind nicht angelegte Arbeitsplätze und auch kein angelegtes Team zusammenarbeiten. Das heißt, es brauchen modulare Rahmenbedingungen, wo ich individuelle Lösungen finden kann, die ich ausprobieren kann und wo Zusammenhänge entstehen können, wo einen auf sich einlassen. Also wir hatten vorhin die Fuck-Up-Nights. Ich glaube nicht, dass man das so etablieren müsste, aber ein Ausprobieren, was funktioniert, in welchen Phasen gerade. Und das bedingt einfach, dass wir Berufsprofile auflösen müssen. Also viele Aufgaben, die wir im Moment klassisch in Prozesse, Prozessstrukturen übergeben oder übertragen haben, werden so in der neuen Arbeitswelt nicht funktionieren. Und da haben Neugründungen oder auch Intrapreneurship, unternehmerisches Arbeiten in Organisationen halt die Möglichkeit, den Job gibt es ja noch gar nicht. Also der entsteht ja gerade dort erst. Und meiner Meinung nach ist da eine große Führungsaufgabe auch immer hinterzufragen, welche Form von Arbeit sehen wir eigentlich in welchem Zusammenhang und welche Tätigkeiten stecken dahinter und welche Kompetenzen werden dafür wirklich gebraucht. Und die zu unterscheiden, welche sind digital möglich, welche sind hybrid möglich und welche Arbeitsorte bedingen die. Und dabei auch Gemeinschaftsarbeiten zu unterscheiden zwischen individuellen Arbeiten und synchronen und asynchronen Prozessen. Und das ist so eine Praxis, die leben Gründungen, weil sie müssen. So, die plumpsen da rein, weil sie die ganzen Grundstrukturen noch nicht haben. Und da haben sie Möglichkeiten, von und miteinander zu lernen. Und ich glaube, etablierte Unternehmen bringen da aber Sicherheitsgefüge, rechtliche Rahmen, Vorgaben, wie man auch Entgrenzung begegnen kann, die Gründung nicht leben. So, und ich glaube, da kann man gar nicht sagen, die eine oder die andere Welt ist besser. Sie bringen beide Möglichkeiten mit, wo sie von und miteinander lernen müssen. Das bedeutet aber, dass wir aufbrechen müssen, was unser Ideal von erfolgreicher und guter Arbeit ist. Und auch aufbrechen müssen, wann und wo findet Lernen über diese Form des Arbeitens statt. Dankeschön. Herr Moschko, was Herr General Kohl auch gerade angesprochen hatte, High-Performer liefern auch im Homeoffice ab. Man kann sich auf sie verlassen, sie fühlen sich sichtlich wohl, aber oft auch im Homeoffice, weil sie dort natürlich auch nochmal, was auch mal manchmal oft eine Herausforderung ist, sie arbeiten halt viel, schnell und mehr. In Büros werden sie ja doch oft für die Einarbeitung auch von der Azubis benötigt, Projektarbeiten, das Team benötigt diese, um die Leistungskurve bei vielen Mitarbeitern auch hochzuhalten. Und 1 bis 2 Praxisbeispiele aus Ihrer Position bei der Siemens AG für uns, wie Sie damit umgehen oder vielleicht in Zukunft umgehen wollen. Ja, ich will jetzt nochmal Anmerkung machen, weil mir das sehr wichtig ist. 3 Punkte. Zum einen ist es in der Tat so, das ist auch unsere Forderung der UVP an die Politik und jetzt gerade in den Koalitionsverhandlungen. Es müssen rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, Arbeitszeitgesetz und Notsteuergesetz, was auch alles ist, passen einfach nicht mehr zu der neuen digitalen Welt. Das muss man einfach feststellen. Und wir machen riesige Klimmzüge teilweise, um das zu ermöglichen. Und wir stellen einfach fest, und was wir jetzt auch wieder mit aller Vorsicht sehen aus den Koalitionsgesprächen, dass außer heißer Luft kommt da nichts. Ich komme auch gerade von Hamburg, wir hatten gestern Unternehmertag in Hamburg und da waren wir ein paar auch zu Recht, unser ehemaliger BDA-Präsident Ingo Kramer auch nochmal zu Recht darauf hingewiesen. Jetzt sagt man zur Reform des Arbeitszeitgesetzes, es soll Experimentierfelder für die Tarifparteien geben. Das heißt ja nichts anderes, dass das Thema wieder beerdigt wird. Nicht? Experimentierfelder, das ist die Vorstufe von Schublade. Das ist nur etwas vornehmer ausgesprochen. Also rechtliche Rahmenbedingungen fordern wir von der Politik. Da sehen wir momentan nichts. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist bei dem Homeoffice, müssen wir natürlich auch sehen, nicht jeder hat die Komfortzone, wie ich daheim mit einer riesengroßen Wohnung in Berlin oder ein Haus in der schönen Südpfalz. Da kann ich auf der Terrasse Homeoffice machen, wunderbar. Es gibt viele Familien in München, die, ich mache mal München, weil da die Mieten ja noch ein Stück höher sind wie in Berlin, die sitzen da zu viert in der Familie in einer 3-Zimmer-Wohnung. Da machen sie mal Homeoffice. Am Bügelbrett wird dann zum Schreibtisch umgebaut. Da können Sie nicht sagen, 5 Tage oder 4 Tage in 220 Arbeitstagen Homeoffice. Das wird einfach nicht funktionieren.
Das heißt, man muss auch auf die Gegebenheiten, die Bedürfnisse, wie die Leute auch leben, und die leben auch sehr unterschiedlich. Gibt es wieder andere, die sagen, fein, ich will gar nicht mehr in den Betrieb kommen, was ich vorhin gesagt habe, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, und das möchte ich auch gleich anwenden, ich bin kein Freund von hybriden Veranstaltungen. Es gibt gute Gründe, dass man die eine oder andere Veranstaltung hybride machen kann, wie heute, oder es gibt auch andere Meetings. Aber was passiert denn, wenn Sie zum Beispiel Ihren Leit- oder wenn ich meinen Leitkreis hybride machen würde? Was passiert? Die nah an mir am Chef dran sind, die kommen. Ist immer gut, wenn man am Chef auch persönlich unter den Augen ist. Der Mensch ist so, viele tickern so, nicht? Die sagen, das ist besser, wenn im Chef, da kann ich nochmal kurz das und das Wort wechseln, entsteht dann auch wieder eine Nähe. Und die anderen, die eben nur am Bildschirm sind, die kriegen das halt nur Sach- und Fachthemen mit. Aber eben dieses zwischen den Zeilen, zwischen den Tönen, die Blicke und die Sachen, die auch am Rande gesprochen werden, die kriegen es eben nicht mit. Und deshalb werden Sie bei hybriden Sachen, je nach Thema, ganz eigene Dynamiken erleben. Also ich bin kein großer Freund von Hybridveranstaltungen im Allgemeinen. Es gibt viele Formate, die Sinn machen, aber in der Regel bin ich da sehr vorsichtig. Entweder ist es digital oder ist es face-to-face. Das ist meine persönliche Meinung. Insoweit, da haben Sie es. Sie haben immer Technikthemen dann teilweise drin, weil einfach die Technik auch noch nicht so da ist. Also und soweit drei Anmerkungen und ganz kurz zu Ihnen, was das Thema Anlernen Azubis, natürlich muss es vor Ort passieren. Wie bekommen Sie jetzt diesen High-Performer, den Sie haben wollen, wo Sie sagen, Sie finden ein Hybrid ist jetzt nicht Ihres, wie bekommen Sie den ins Büro? Der sagt jetzt 100%, ich bin im Homeoffice toll, großartig. Wie kriegen wir den jetzt ins Büro? Ja, wenn ich sage, es ist jetzt in der Pandemie, werde ich das nicht sagen, aber ich sage, entweder wir machen digital, das kann man, dann gilt es für alle, oder wir machen Anwesenheit, dann gilt es auch für alle. Schlicht und einfach. Letzte Frage noch, ganz kurz für jeden eine Antwort. Es gibt ja auch Studien, dass das auf die Mitarbeiterbindung negative Auswirkungen haben kann, wenn man nur im Homeoffice arbeitet. Also dass man dann ja viel leichter von einem Unternehmen zum anderen wechseln kann, weil bleibt ja das gleiche Büro sozusagen zu Hause, der Schreibtisch. Wie sieht es, hat da die Bundeswehr Sorge vor? Nein, haben wir nicht. Die Mitarbeiterbindung ist ja, ich glaube, einen gewissen Status haben, ist sie, ich sag mal, formal ja etwas größer möglicherweise als bei anderen. Aber Mitarbeiterbindung untereinander, das machen wir jetzt als Erfahrung. Die lange im Homeoffice waren, da merkt man vor allen Dingen auch, dass vorher schon vorhandene latente Konflikte jetzt richtig aufgebrochen sind. Okay. Also nicht dramatisch, aber man muss sie wieder holen. Aber die Bindung, die ist unverändert. Okay. Steffi, wie ist es bei der Universität? Gibt es da Unterschiede, dass die Studenten leichter wechseln, weil sie sagen, naja, ich kann ja trotzdem in Berlin wohnen bleiben, gehe an die beste Uni in Deutschland, die halt auf dem Dorf ist, wo ich eigentlich nie hin wollte, weil ich ein Stadtkind bin? Ich würde sagen, dass man der Wechsel gefährlicher ist, der Abbruch ist schwieriger. Also die generellen Herausforderungen haben, die wir nicht menschlich greifen können, sind schwieriger. Es ist aber möglich. Also es gibt eine Form der digitalen Empathie, aber das muss die andere Seite können. Also das ist eine Kompetenz, die lernen können müssen. Also von daher, der Wechsel vielleicht, die wechseln aber sowieso ja mittlerweile auch durch den ganzen Open Education Bereich. Es ist aber die Abbruchquote, also den Krisenpunkt, die Krisenzäsur zu erleben, wenn ich Menschen nicht auch in Zwischenmomenten erlebe, der ist schwieriger zu gestalten, sodass ich sowas wie Begegnungsmomente, informale Begegnungsmomente auch digital schaffen muss. Dann ist eine Bindung möglich. Okay, Dankeschön. Herr Moschko, Ihrerseits noch eine Anmerkung. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt messen können. Also wir haben ja nochmal die Pandemie. Wir sind ja noch nicht gerade in der neuen Normalität. Deshalb kann ich jetzt auch nicht sagen, die Leute verlassen uns, weil wir die Pandemieregeln einhalten oder nicht. Also das kann ich nicht feststellen. Okay, danke schön. Ja, wir bedanken uns herzlichst bei Ihnen für diese spannende Diskussion. Wir fanden spannend nochmal, was schätzt man, was der andere Homeoffice gemacht hat, was ist die Realität, selbst wenn man selber gar nicht so viel Homeoffice macht und dass man doch das bei anderen doch nochmal anders sieht. Ja, und dann herzlichen Dank. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite und wir übergeben wieder an Boris Luther. Ich sage jetzt nochmal herzlichen Dank an das Panel. Bevor wir jetzt nochmal das Schlussbild sehen, werden wir Ihnen ein Stand-Schlussbild zeigen. Dann werden Sie gleich ein Live-Schlussbild sehen. Und ich überbrücke ganz kurz die Zeit, bis dieses Live-Schlussbild aufgebaut wird.
Einmal möchte ich noch mal eins betonen, und das ist vielleicht manchmal gar nicht ganz klar, auch jetzt bei der Präsentation. Uns als Coaches geht es überhaupt gar nicht darum, dass jetzt heute diese Präsentation gestellt wird oder dass jetzt vielleicht Tools entwickelt werden, was die Gruppe wirklich wieder fantastisch gemacht hat. Und wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, gehen Sie auf die Seite. Das ist wirklich unglaublich, was für eine Breite dort da ist. Es handelt sich bei diesem Training, was wir jetzt über 6 Monate angeboten haben, um Führungskräftetraining. Das heißt also, diese 20 Führungskräfte wollen wir in dem Jahr oder im halben Jahr weiterentwickeln, wollen dafür sorgen, dass sie ja, ihre Qualifikation, ihre Kompetenzen weiter ausbauen und dann auch ja, besser aus diesem Projekt rausgehen. Und jetzt, glaube ich, können wir auch gleich in das Schlussbild reingehen. Die Kamera ist jetzt gleich frei. Ja, ich sehe das Zeichen. Sie sind alle noch virtuell dabei. Dann sage ich Kamera ab, weil ich glaube, das Live-Bild wesentlich schöner ist als das Standbild. Und damit übergebe ich an Jutta. Ja, mir bleibt jetzt einfach auch nochmal herzlichen Dank zu sagen. Sie sehen jetzt hier nochmal die gesamte Gruppe, also alle Mitwirkenden, die hier sind. Daniel in Hamburg, zwei weitere dann auch noch einmal an den Bildschirmen, aber Sie kriegen noch mal einen Eindruck von der fleißig arbeitenden Gruppe und wir sind wirklich zu Recht sehr stolz drauf. Wir bitten die kleinen Holper zu entschuldigen, die sich hier gezeigt haben. So ist es halt mit der Technik, da hat der Herr Moschko das gerade noch mal gut angesprochen. Ja, Hybrid hat auch immer so seine Schwierigkeiten, schmälert nichts an der guten Leistung und wir danken fürs Zuschauen an den Bildschirmen.